Ja, ich bin der Thorsten. Ich habe 1997 meine Ausbildung hier am UKL angefangen. Bin seit 2000 Krankenpfleger auf der Neuro-ITS-Unit und bin Praxisanleiter und mittlerweile seit vorigen Jahr im Herbst Teamleiter. Ja, ich bin die Ulrike. Ich habe im September 2013 meinen Abschluss gemacht für Gesundheits- und Krankenpflegerin und bin seit September 2020 jetzt hier an der Uniklinik auf der Stroke-Unit und neurologischen Intensivstation. Zuvor war ich in München tätig, 10 Jahre lang, und wir sind jetzt einfach wieder in die Heimat gezogen, ich und mein Mann. Und die Uniklinik wurde mir empfohlen von einem Freund, der auch schon hierher gezogen ist, auch von München. Und dadurch, dass ich wieder auf die Stroke-Unit wollte, habe ich mich dann direkt explizit auf dieser Station beworben. Wir haben uns jetzt auf Station kennengelernt. Genau. Mein Teamleiter ist er nicht, aber wir sind halt in einem Team. Und Uli war auf einmal da. Ich war auf einmal da. Also Schlaganfallpatienten werden einfach von heute auf gleich aus dem Leben gerissen. Bei denen ist vorher nichts mehr, wie es war. Und hatten wir auch einen Patienten, der hatte eine Hemikraniektomie, also wurde entdeckelt auf der einen Seite. Dem ging es auch wirklich schlecht, war lange beatmet. Der kam aus dem Ausland, der hat irgendwie ein Auto überführen wollen oder was, keine Ahnung. Der konnte kein Wort Deutsch und es war auch sehr schwierig. Am Ende seines Aufenthalts konnte er Deutsch, lag relativ lange bei uns. Und er konnte sich dann tatsächlich zu Fuß auch wieder verabschieden von uns. Und das sind so Erlebnisse, das ist einfach immer wieder cool zu sehen. Er war auch so dankbar, dass wir ihm da helfen konnten. Und macht einen auch stolz. Ja, ich kann sagen, da sieht man, dass unser Job einfach wichtig ist für die Leute. Schön, dass es uns gibt. Ja, momentan ist für mich jeder Tag noch eine Herausforderung, oder ich glaube, das ist allgemein in der Pflege, dass jeder Tag eine Herausforderung ist. Ich bin noch relativ neu hier. Ich bin auch auf Intensiv neu. Ich habe vorher nur Stroke Unit gearbeitet und dadurch ist einfach jedes Krankheitsbild, jeder instabile Patient für mich immer eine Herausforderung. Aber ich habe einfach ein Team hinter mir, wo ich jeden fragen kann, wo alle mir helfen würden, wenn es Probleme gibt. Und ja, ich stelle mich diesen Herausforderungen. Muss man, glaube ich, auch, sonst kommt man nicht weiter im Leben. Jeder Tag ist anders. Ja, jeder Patient ist anders. Das ist eine große Herausforderung. Man weiß, wenn man zum Dienst kommt, nie was einen so richtig erwartet. Ja, ist auch mal ein kleines Überraschungspaket. Und ja, und aber die Zusammenarbeit mit dem Team, dass wir eigentlich auch sehr gut zusammenhalten, dass wir uns gegenseitig unterstützen und helfen, sei es bei Lagerungsmaßnahmen, sei es bei anderen Tätigkeiten, ja, mit anderen Berufsgruppen. Das ist dann, dort ist die Herausforderung halt super zu meistern und davon zerrt man. Man sollte motiviert sein, mit neurologischen Patienten zu arbeiten. Neurologische Patienten sind speziell. Ja, die sind manchmal eine Herausforderung. Man sollte Geduld haben mit den Patienten, weil es klappt bei den Patienten nicht immer alles gleich. Sofort auf Anhieb gut. Man sollte im großen Team zusammenarbeiten möchten, weil wir sind ein großes Team. Man sollte gut mit Stress umgehen können, weil es gibt stressige und noch stressigere Tage. Und das, ja, sollte man mitbringen, auf alle Fälle. Ja, kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Empathisch sollte man auf jeden Fall sein, kommunikativ und auf jeden Fall Lust haben auf den Job einfach. Wenn man so einen öden Job möchte, kann man es ja gern machen. Die braucht man auch, die Leute, um Gottes Willen, aber immer wieder würde ich in den Job gehen, klar. Also ich würde auch nichts anderes machen wollen. Also es erfüllt mich, der Beruf. Und ich finde auch am UKL, dass sich die Situation über die Jahre hin viel, viel verbessert hat. Und also es wird viel angeboten, gerade für die Mitarbeiter. Sei es das Shopticket, Mitarbeiterzeitung, sei es Gesundheitsförderprogramme für Mitarbeiter. Wenn der Mitarbeiter mal Probleme hat oder krank ist, gibt es wieder Eingliederungsmanagement, dass man wieder in den Beruf zurückfindet.
es gibt Mitarbeiterfeste. Ja, habe schon viele erlebt über die Jahre und das sind eigentlich jedes Mal total toll. Ja, das lese ich alles noch gar nicht. Ja, du kommst hoffentlich bald in den Genuss. Ja. Ich hoffe. Nein, es wird viel getan von Mitarbeitern. Also ich kann mir jetzt keinen anderen Arbeitgeber vorstellen. Mhm.